Das ist der E200 Pro von Eschine. Ich hatte schon mal die Vorgängerversion getestet und der Helikopter hatte einfach überlebt. Das bei mir, das muss schon was heißen. Die neue Version hier hat ein GPS verbaut. Das bedeutet beispielsweise kommt er zurück, wenn die Batterie leer ist. Man kann hier auch einfach eine Taste drücken, um ihn landen zu lassen. Gyro ist auch am Start. Und außerdem gibt es den E200 Pro sogar mit FPV-Kamera. Die Version habe ich aber nicht genommen. FPV fliege ich dann doch lieber Drohne. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich cool ist, den FPV-mäßig zu fliegen, denn das öffnet neue Türen. Beispielsweise kann man dann durch den Wald ballern, was aus der FPV-Perspektive, glaube ich, doch viel einfacher ist als so ganz normal halt. Bevor wir den auspacken, kurze Frage. Was meint ihr? Werde ich den heute crashen oder nicht? Falls ihr denkt, ich werde den heute crashen, lasst deinen Daumen hoch da. Den großen F280 hier, den will ich heute auch mal wieder fliegen. Ich habe den auch aus einem ganz bestimmten Grund hier hingestellt. Der kostet nämlich um den Dreh 570 Euro. Dieser Hubschrauber, der kostet um den Dreh 470 Euro. Also knapp 100 Euro weniger, je nachdem, was man für eine Version nimmt, wie viele Batterien dabei sein sollen und, und. Ja, nur damit ihr so einen Eindruck habt, was ihr hier für euer Geld bekommen könnt. Ich mache den Koffer auf. Dieser Koffer hier, der ist wirklich sehr lobenswert, schön stabil. Damit lässt sich der Hubschrauber auf jeden Fall sicher transportieren. Als allererstes haben wir hier eine Anleitung, so wie üblicherweise. Dieses Set ist auf jeden Fall ready to fly. Das heißt, man muss überhaupt nichts machen, außer die Akkus aufladen. Wir haben hier einen Akku mit Akkuanzeige. Wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr sehen, dass ihr nichts seht. Ey, yo, ist der Akku komplett leer oder was? Oder zeigt ihr mir das nur an, wenn ich den anschließe? Naja, das werden wir gleich herausfinden. Hier ist das Ladegerät. Da kann man den einfach reinstecken. Okay, ich korrigiere mich. Das hier ist das Ladegerät. Und das hier ist einfach nur der Adapter. Der zeigt mir beim Laden auf jeden Fall an, wie viel Volt der Akku hat. 11,9 aktuell. Voll müsste der 12,6 haben, falls ich mich nicht täusche. Also fliegt der Hubschrauber auf 3S. Also 3S bedeutet, der Akku hat 3 Zellen und eine Zelle ist voll, wenn sie die Spannung von 4,2 Volt erreicht hat. Und 3 mal 4,2 ergibt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich absolut keine Ahnung. Als nächstes haben wir hier in diesem wunderschönen Koffer die Funke. So sieht das gute Stück aus. Was ich hier ziemlich gut finde, ist, dass die ganzen Schalter sehr einfach beschriftet sind. Wie zum Beispiel, hier haben wir ein offenes Schloss, hier haben wir ein verschlossenes Schloss. Das heißt, glaube ich, wenn wir nicht starten wollen, müssen wir das auf jeden Fall aufs offene Schloss stellen. Also so im Großen und Ganzen auf den ersten Eindruck sehr anfängerfreundlich. Auch mit dem Gyro und mit dem verbauten GPS natürlich. Hier haben wir nochmal ein Tütchen mit ein bisschen Zeug, was wir an den Hubschrauber montieren können, wie ein Maschinengewehr oder hier, boah, Raketen. Dann haben wir hier noch ein Tütchen mit Ersatzteilen. Und das ist der Hubschrauber. Auf den ersten Eindruck muss ich schon sagen, dass er geil aussieht, aber wenn ich jetzt den anderen daneben halte, ne, auch vor allem von der Größe her, gefällt der mir doch viel besser. Falls ihr noch mehr technische Informationen haben wollt, ist der Link wie immer unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, ich warte, bis die Akkus voll sind und dann sehen wir uns draußen auf dem Flugplatz. Die Wetterverhältnisse sind heute auf jeden Fall alles andere als optimal. Es ist so ultra windig, schaut euch das mal an. Das Flugzeug hebt gleich von alleine ab. Komm, um mich aufzuwärmen, eine Runde mit dem Flieger. Selbst bei diesem Wind kann mit diesem Flieger einfach nichts schief gehen. Auf die Plätze, fertig. Oh, er fliegt. Und ich hab so wenig Kontrolle, ne? Alter. Oh mein Gott, ich bin abgestürzt. Warum? Wie soll ich heute fliegen? Guck mal, ich gebe Vollgas. Ich kann nicht zurückkommen. Ich fliege die ganze Zeit gegen den Wind, aber der hat nicht genug Power. Guck dir das an! Ja, ungelogen, das wird heute mit dem Helikopter auf jeden Fall herausfordernd. Nee, ich bin wieder zurück. Aquamotor ist komplett aus, ne? Ich bin jetzt ein Gleiter. Oh, 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 oh. Oh! Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Oh. Die hat mich gerade so angeguckt. Alter, voll die fette Schlange. Wow. Amy hat gerade so geschrien. Ach du Kacke. Wow. Falls jemand von euch weiß, was das für eine Art gewesen sein könnte, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ansonsten, boah, ich weiß nicht, ob ich so fliegen soll, ne? Aber es ist halt auch jeden Tag so windig. Ich warte schon seit 3 Wochen auf meinen Flug. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich versuch's einfach. Eine Sache muss ich auf jeden Fall hier nochmal ansprechen, ist mir gerade aufgefallen, als ich hier den Akku reingesteckt habe. Schaut euch das mal an.
Der schließt hier auf jeden Fall nicht ganz bündig ab. Ich denke, das sieht man ganz gut. Und ansonsten fühlt er sich jetzt auch nicht gerade an wie ein 470-Euro-Helikopter. Also da bin ich schon etwas enttäuscht. Der Helikopter ist verbunden. Das hat wirklich sehr reibungslos funktioniert. Starten wir einfach mal. Ich bin abgehoben. Boah, es ist so brutal windig jetzt. Aber der Gyro, der kommt mit dem Wind klar. Hätte ich nicht gedacht. Ohne Spaß hätte ich niemals gedacht. Schaut euch das an. Ey, der Wind ist so brutal. Ich bestimmt 100 km/h Windgeschwindigkeit jetzt. Ach du Kacke. Der stabilisiert wirklich gut. Ohoho, schaut euch das an, Freunde. Es gibt übrigens ein High-Mode und ein Low-Mode. Also das ist die Geschwindigkeit. Ich bin jetzt im Low-Mode erstmal. Ich glaube, das ist für den Anfang auch ausreichend. Ey, ich bin wirklich sehr begeistert, dass er bei diesem Wind hier fliegen kann. Ich gehe jetzt mal in den High-Mode. Jetzt müsste er ein bisschen schneller sein. Ja, ist nur minimal schneller. Oh, schaut euch das an, ey. Bruchpilot Johnny Hunt bedient den Helikopter ohne Probleme bei diesen Windgeschwindigkeiten. Oh, geil. Das ist richtig geil. Ich glaube, wenn der Gyro aktiviert ist, im intelligenten Modus kann man auch nicht höher als 10 Meter fliegen. Ich versuch's mal. Ja, das war's auch schon. Das sind 5 Meter, das sind keine 10. Ich kann nicht glauben, dass er so stabil bei dem Wind fliegt. Ich komme einfach nicht drauf klar. So, wollen wir mal landen? Zum Landen benutze ich jetzt mal die Landungstaste. Ich mache nichts. Schau es dir an, ich mache absolut gar nichts. Alter, geil. Idiotensicher. Die Motoren müssen wir noch ausmachen. Jawohl. Wow, das ist einer der anfängerfreundlichsten Helikopter, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also hier haben wir die Taste H. Damit können wir einfach landen. Das habe ich gerade gemacht, hat wirklich sehr gut funktioniert. Ansonsten haben wir hier die Taste Auto und Manual. Da können wir auf jeden Fall manuell fliegen oder eben mit Gyro. Das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Hier die High-Low-Taste, aber der zweite Gang, der ist jetzt nicht allzu viel schneller, wie ihr sehen konntet. Und ansonsten haben wir hier noch die Taste fürs Film. Aber da ich ja die Version ohne FPV-Kamera habe, ist die Taste überflüssig. Man kann da auch nachträglich noch eine FPV-Kamera einbauen. Und wenn ich vorher gewusst hätte, dass der so einfach zu fliegen ist und auch so sicher fliegt, dann hätte ich das mit FPV auf jeden Fall mal ausprobiert. Also ich denke, ein Wald, ein bisschen durch Bäume, einen Waldweg entlang fliegen, das wäre schon echt geil. Oder vielleicht auch mal durch ein Gebäude. Um euch jetzt zu beweisen, wie anfängerfreundlich er ist, gebe ich die Funke Aimee in die Hand. Wow. Die ist noch nie im Leben Helikopter geflogen, noch nie im Leben der Drohne, hat absolut null Erfahrung. Und ich denke, das wird klappen. Geil. Schaut euch das an. Aimee ist gestartet. Hochfliegen kann sie schon mal. Ja, was soll ich dazu sagen? Aimee macht das echt gut, oder? Du musst auch mal den anderen Stick benutzen, um den zu lenken. Dann dreht er sich halt. Aimee hat jetzt die Landetaste gedrückt und sie ist sicher gelandet. Ich glaube, das ist echt der Beweis dafür, dass das der anfängerfreundlichste Helikopter ist, den ich jemals geflogen bin. Der macht halt echt Spaß. Der ist so einfach, wow. Eine Sache will ich auf jeden Fall hier noch testen. Ich drücke jetzt mal hier in den GPS-Modus. Und dann würde ich sagen, fliege ich das Ding jetzt so lange, bis die Batterie leer wird. Und dann gucken wir mal, ob er selbstständig zurückkommen wird. Ich habe hier auf dem Display auch eine Anzeige. Also ein bisschen Akku haben wir auf jeden Fall noch. Guck mal, wenn ich im GPS-Modus bin, kann ich auch viel höher fliegen. Kleines Experiment. Ich versuche jetzt, die Brennnesseln abzusägen. Ich taste mich ganz langsam voran. Oh, der Wind behindert mich ein bisschen, aber schaffe ich es? Oh, oh, ich war ganz leicht dran. Alter, ich kann die Brennnesseln gar nicht absägen. Oh, oh. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Das ist gar nicht so einfach, was abzusägen, ey. Oh, jetzt. Oh, 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 oh. Ich muss einfach viel tiefer sein. Jetzt zieht euch das rein. Oh. Oh, 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 abgestürzt. Ey, Schatz. Dass du immer einen Weg findest, irgendwas kaputt zu machen, wenn es nicht abstürzt, ne? Ist nicht kaputt. Freunde, ist nichts passiert. Der Helikopter fliegt nach wie vor sehr gut. Das war einfach nur ein kleiner Crashtest. Also ein bisschen was hält er schon aus. Okay, jetzt piept die Funke. Der Akku blinkt hier auch an der Akkuanzeige und schaut euch das an. Er kehrt selbstständig zurück. Die Position zur Landung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber er ist noch nicht fertig. Jawohl! Zieht euch das rein. Selbstständig gelandet, Alter. GPS-Funktion funktioniert auf jeden Fall.
Und er stellt sogar selbstständig den Motor aus. Geil, Mann, nicht übel. Damit ihr nochmal seht, wie windig es ist. Schaut euch mal an, wie mein T-Shirt hier flattert. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fliegen jetzt noch den fetten Helikopter. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Kaliber, aber der hat auch ein Gyro verbaut. Also ich denke, es wird schon nichts schief gehen. Ihr kennt mich, Freunde. Der Helikopter ist scharf, ist so windig. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe Angst. Ich habe so Angst, aber falls was, ich gehe direkt wieder auf den Boden. Alter. Okay, let's go. Boah, der fliegt auch wirklich sehr stabil, muss ich schon sagen. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Ich bin so aufgeregt, ey. Das ist schon ein ganz anderes Kaliber, ey. Amigyro geht echt klar. Boah, der Wind, der treibt den Helikopter schon. Ich flieg jetzt hoch. Geht schon ab, ne? Was? Wie schnell der ist. Ja, Mann, der ist echt verdammt schnell. Oh, oh, ist so windig. Boah, ist der laut. Freunde, ich muss landen, ich hab Angst. Ob die Landung was wird, ich weiß nicht, ey. Bisher bin ich mit dem nicht so gut gelandet, aber das sieht gut aus. Komm, ich lande jetzt einfach da hinten. Alter, wie viel Wiese weggeflogen ist, hast du gesehen? Noch eine kurze Info zu diesem Helikopter. Als ich ihn vorgestellt habe, haben mir einige in die Kommentare geschrieben, dass die Rotorblätter hier falsch rum drauf sind. Ich habe die einfach so drauf gemacht, wie die hier auf dem Bild abgebildet sind. Wollte ich nur mal so zu meiner Verteidigung sagen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch bei dem neuen Helikopter, aber er hat mich doch überzeugt. Den großen F-280 finde ich aber geiler. Ich bin wirklich sehr froh, dass heute nichts schiefgegangen ist, trotz verantwortungslosem Start bei diesen heftigen Turbulenzen. Hier kann ich zwei Videos anschauen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 9:15 Uhr wieder. Peace.